muss nur mal gucken. Hier wäre besser. Okay. Viele seiner Viecher sind da immer noch in der Soße und die kommen da erstmal nicht raus. Es sei denn... Ah, da will er meinen Toten, Dude. Oh ja, doch, das Ding will ich sehen. Ich will wissen, was das sein soll. Was zur Hölle bist du? Ja, geil, es spackt einfach ab. Es spackt einfach ab und klatscht mir eine. Wunderbar. Ist ein wunderbares Monster. Ja, das hält er aus. Aber jetzt bleibt er da auch drin stehen. Oh. Hält er auch aus. Ach shit, ich wollte das Ding eigentlich angreifen sehen. Klar, jetzt 50 Schaden, dann... Ja, 50 durch die Gülle, aber er lebt noch. 50 durch Gülle. 110 nur noch. Das ist nice. Ich werde sammeln nicht. So, was hast du denn da? Was bleibt denn von dir über? Nicht viel. Und du musst dich denn noch durch die Gülle bewegen. Was, warte mal. Nee, das ist meine einzige Option, richtig Schaden zu machen an ihm. So I do it. Okay. Ja, das macht nichts. Dich muss ich bewegen, sonst gehst du drauf. Das Problem... Wobei, wenn wir erst den dunklen Magier wegbewegen, können wir ganz normal weggehen. Wir können sogar hier hin und dann dieses durchdrehende Ding angreifen. Das ist sogar ziemlich legit. Ja, das Ding überlebt den nächsten Zug nicht. Meine Figur. Und Baboom. Er geht wahrscheinlich jetzt gleich durch dieses Abspackvieh wieder drauf. Aber das ist nicht so tragisch. Er hat ein Level-Up jetzt endlich mal bekommen. That's nice. Dafür wirst du bezahlen, Pharao. Ich werde dich in den Wahnsinn treiben, bis du nur noch das Verhängnis in deinem Herzen spüren kannst. Ist das dein Stand? Ist das so Teil deines Stands? Wenn ja, ist das echt ein ziemlich boring Stand. Oh, guess what? Ich muss nicht mal auf die Pampe warten. So, warte mal, du warst 2 und 2. Okay, easy. Vielleicht können wir ja noch was absnacken. Okay, das waren alle. Die Runde lief verdammt gut. Was wird das denn jetzt für eine Aktion? Okay. Der hält das aus, du. Und sterben tust du trotzdem, weil jetzt der andere da steht und dich umbolzt. Also von daher... Marek lief jetzt um einiges leichter. Spezial? Undurchdringender Zauber, damit einen Def-Wert um 40 Punkte... Wow. Alter. Der 40 Punkte, das heißt, Jesus, der Typ haut dann rein. Also wenn der denn, ach fuck. Okay, warte, das müssen wir so anders machen.
Ich weiß auch wie. Wir bewegen uns hier hin. Greifen so an. Hauen ihm auf die Mütze. Und dann nehmen wir den dunklen Magier, bewegen uns hier hin und bolzen das Vieh dann weg. Destroyed. Cheesy. Kabuchi. Ach, da lebt ja noch was. Aha, so hier, okay. So, was willst du machen? Marek, was willst du tun? Was willst du tun? Hab ich mir schon fast gedacht. So, jetzt dürfen wir nur nicht übermütig werden. Nur nicht großkotzig werden jetzt. Der will jetzt echt aber, der will sich jetzt echt zanken. Die beiden lasse ich da hinten. Das kann er sich abschmecken, dass ich da hingehe. Geh du doch durch die Gülle. Durch die Gülle des Todes. Ich kann auch deinen Kristall angreifen. Das gibt mir sogar mehr Erfahrung. Der macht das auch noch. Der macht das auch noch. Ich glaube, he totally fucking lost it. Ich glaube, Marek ist jetzt echt bekloppt geworden. So, guck mal, da kriegst du schon mal Eimer auf den Sack. 61, ist ne. Ja, aber den Winged Guardian kann ich mir zur Not auch kaufen. Da muss ich jetzt nicht meine Viecher für riskieren. Es sei denn... Na, ich komme auch so jetzt gerade in gute Position. Also von daher... Kann man das versuchen, ja. Deswegen, wir versuchen das mal. Vielleicht kriegen wir den ja gerade noch irgendwie... ergattert. Auch kriegen wir sogar so. Na gut. Und that's it. Das wird dir den Rest geben. Da hat seine KI schlicht und ergreifend aufgegeben. Babusch. Ah, das werde ich dir heimzahlen, Pharao. Ich fand's geil, wie das gerade so klang, so nach dem Motto. Mann. Alter, ich jetzt. Mann. So klang das von ihm gerade. Ich gewinne. Oh. Ah, diese Runde geht an dich, Pharao. Aber das nächste Mal werde ich dich auslöschen und dann bist du nicht mehr als eine Erinnerung. Warte, wo gehst du hin? Ja, wir sehen uns wieder. See you later, folks. Alter, what the fuck? Was, Marek, was war das? Selbst dein kleiner Sexbuddy Bakura war eine größere Bedrohung. 3 Level-Ups. Level 2, 1 noch. Wir brauchen nur ein Level-Up für den Skorpion. Warte mal. Schlauer Zettel. Help me. Ah, okay, der dunkle Magier braucht noch ein Level. Da können wir ihn zum Magier des Chaos entwickeln, wenn wir ein finsternes Feld haben. Ich weiß, an sich ist der, taugt der überhaupt nichts. Der hier aber genauso wenig. Wir nehmen das hier und komm. Komm, we do it. We do it for Rio. We do it for the Rio. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht benutzen, weil das Ding nicht so gut ist. Schätze ich mal. Aber nur damit wir es haben. Nee, der wird zum Magier des Chaos. Da habe ich nachgeguckt. Wir brauchen nur ein finsternes Feld und er muss Level 4 sein.
Level 4 ist jetzt halt, steht jetzt auf, als nächstes auf der Liste. So, ich mache aber auf jeden Fall heute noch ein bisschen. Wir haben ja, ich habe heute so gut wie gar nichts geschafft. Gerade mal 3 Duelle in den 3 Stunden. Deswegen, also, ich mache heute noch ein klein bisschen. Also, eins machen wir auf jeden Fall noch. Mal gucken, wie lange Ishizu braucht. Auf jeden Fall hat ihr Vorbau ein bisschen Upgrade bekommen. Ich weiß ja nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber mir ist es definitiv aufgefallen. Waren die im Anime genauso schon? Hat sie Füße? Habt ihr es gerade gesehen? Das sah gerade aus, als würdest du auf Stelzen laufen. Du bist also meine nächste Gegnerin, Ishizu. Das Schicksal hat vorherbestimmt, dass wir beide uns duellieren. Ich nehme an, du wirst mir gleich erzählen, dass niemand seinem Schicksal entrinnen kann. Ah, ich wusste, dass du das sagen würdest. Jesus Christ, die sehen größer aus als vorher. Bin ich der Einzige, dem das auffällt? Kraft ihrer Millenniumskette wird sie sich bestimmt gut schlagen. Ja, natürlich, Yugi. Da hast du hingeguckt, Lass ne? Lass uns beginnen, Yugi. Zeit für ein Duell, Ishizu. Nur mal so nebenbei, ne? Yugi, ich kauf dir nicht ganz ab, dass du gerade nur auf die Halskette geguckt hast. Aber glaub mir, I didn't. Die Map sieht auch mal wieder richtig funky aus. So, was hat sie? Wind. Nee. Wald, Wind, Darkness, Darkness. Erde. Wind. Die hat ja alles. Ha. Fine, then. 7 Monster dürfen wir mitnehmen. Das Gelängel klingt gar nicht mal doof, weil ich glaube, sie hätte kein Donnermonster. Das heißt, damit sind wir safe. Dich nehmen wir mit, einfach weil ich noch ein Level an dir möchte. Wir können ihn wieder mitnehmen, endlich. Wir können... Nehmen wir Ryukishin und einen kleinen Drachen mit. Harpy ist dead. Mon Lavas ist dead. Herbeiberufener Totenkopf? Muss mal gucken. So dunkler Magier. Einen haben wir noch und wir haben quasi freie Auswahl. Dann würde ich ja am liebsten schon Soa nehmen. Soa ist da... Totenkopfwächter ist zwar cool und alles, aber... Sie hat jetzt nicht irgendwie große Lichtmonster. Also können wir mit Soa ziemlich viel Schaden anrichten. So, let me see. Was hast du denn da? Kazejin. Ryukishin. Ja, Kiri. Ryukishin. Sie hat einen Teil des Torwächters und einen Himmelsdrachen. Und 6 Monster hat sie nur. Wie ist die Map aufgebaut? Ach du Scheiße. Ich kann hier aber Monster platzieren. Ich pack hier... Ach nee, ich kann mich hier gar nicht hinpacken. Ups. Dann packe ich mich jetzt hier hin. Was? Mal ehrlich, gibt wenig Kerle, die keine großen Möpse... Ey, es ist egal, ob sie groß oder klein sind, solange sie Natur sind. Wirklich, es gibt für mich nichts Schlimmeres als falsche Brüste. Um Todd aus Scrubs zu zitieren. Ich habe an... Ach nee, warte, er hat flache Brüste gesagt, oder? Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall, ich habe das immer so übersetzt. Ich habe an falsche Brüste gedacht, das macht mich wütend. Und natürlich die Persönlichkeit, for fuck's sake. Ich meine... Brüste sind was Tolles. Da können wir uns, glaube ich, alle, da können wir uns, glaube ich, alle Kerle drauf einig sein. Aber wenn die Person nur das Maul aufmacht und du dir denkst, boah, shut the fuck up, ist es nicht wert.
Glaubt's mir. Believe it. Ich tue lieb. Habt lieber eine Person, mit der ihr mal lachen könnt und der ihr am liebsten nicht alle 10 Sekunden den Hals umdrehen würdet, anstatt Boobies. Weil Boobies kriegt ihr auch so. Das ist im Schicksal vorherbestimmt. Stimmt, Todd hat gesagt, ich habe an kleine Brüste gedacht. Das macht mich wütend, genau. Ich wusste nicht mehr, wie das war. Ich habe zu lange Scrubs nicht mehr geguckt. Was ich eigentlich mal wieder machen müsste. Ich liebe die Serie. Ah, nur so die alten Staffeln. Also so ab der... Was war das? Ab da, wo die anderen dazu kamen, diese anderen emotionslosen Bilbos, die mochte ich nicht. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Besserwisserflosse. Ryu versteht's, genau. Ich bin am Zug. Nee, also jetzt um Himmels Willen, denkt jetzt nicht von mir irgendwie, ich wäre so mega oberflächlich, um Himmels Willen. Ich war auch schon mit ganz anderen zusammen. Es ist wirklich so, es ist um so vieles angenehmer, eine Person, mit einer Person zusammen zu sein, mit der du lachen kannst und die tatsächlich bei dir steht, wenn es Not tut, anstatt ein paar laufende Brüste zu haben. Believe me, it sucks. Also, die andere... Nee, ich red mich hier schon wieder um Kopf und Kragen. Okay. Ja eben, pfeif auf das Gemälde, wenn du die Künstlerin an deiner Seite haben darfst. Ist viel schöner. Das Ding ist ein ziemlicher Fletzer. Ah, das... Ich hätte sogar gerne... Kasichin hätte ich sogar gerne. Ich hätte gerne den Torwächter. Wir können den Torwächter nämlich komplett zusammenbauen. Ach, da kann man nicht lang. Und du kannst dich... Ach du Scheiße. Kannst aber nur diagonal angreifen. Hahaha. Ergo, ich setze mich hier hin. Da kann er sich hier hinstellen und angreifen. Bleib mal da. Den schwarzen Magier schicken wir einfach mal auf Fühltung, also auf Dingstuch, Dinge. Zack. Und dich auch hier hin. Ah, gut, hier bist du auch noch safe. Alexis hat jeden gefriendzoned. Die Frau, ne? Die ist eine laufende Friendzone. Du kommst jetzt zu nahe, Friendzone. Du kannst mich nicht angreifen, du Lachs. So, dann wollen wir noch mal gucken. Was machen wir denn mit dir? Also erstmal stellen wir dich dahin und du kriegst die volle Breitseite. Von einem kleinen Skorpion. Der sich dahinter verkriecht. Und du... One-shottest ihn? 350! Alter! Wenn du den Fehler machst und in seiner Reichweite stehst, du bist tot. Skeletor denkt sich einfach nur... Wairamu, Shintedu. Ja, try me. Wie könnt ihr euch bewegen, ne? Diagonal. 2, 3, 4. Ach du Scheiße, bis dahin kommt der. Aber kann nur um einen angreifen. Das heißt, ich stell mal einfach hier hin. Was willst du dann machen? Ich sehe jetzt erst, hier ist die ganze Armada. Ich sollte vielleicht mal irgendwen rüberschicken. Das alles, was ich habe, ist hier...
Die beiden. Na, mal gucken. Wir warten erstmal ab, was sie damit macht. Ich lasse die beiden da ja auch stehen. Also, just in case. Meine Zukunftsvision schwindet. Ja, die schickt sie da lang. Mit den beiden... Das sieht doch gar nicht mal so doof aus. Dann schauen wir mal. Ich bin im Vorteil. Ich werde diese... Yugi, du musst echt aufhören, so groß rumzukacken. Shadow the Blader, danke für den Sub! What it takes to be infinite! Wenn ich hier einfach stehen bleibe... Ja, was willst du dann machen mit deinem T-Shirt, hä? Was willst du dann mit deinem T-Shirt machen? Warte mal, du kannst... Nein, kannst also hier angreifen. Da, wenn ich mich hier hinstelle, was willst du dann machen? Hm? Mich verklagen? Weißt du, ich lasse einfach nochmal so ein bisschen. Ich lasse einfach mal. Ich warte mal kurz. Mich nervt nur, dass du deine Viecher nicht bewegen kannst und dann die Fähigkeiten aktivieren kannst. Das wäre, glaube ich, bei manchen noch ein bisschen OP. So, was machst du? Das hätte ich mir schon fast gedacht. Aua. Das macht aber nichts. Was rede ich da? Das macht schon was. Ein heftiger Schaden. Aber ein heftiger Schaden. Soa kannst du nicht umpusten. Auch wenn ich es gerne, wenn ich den Versuch gerne sehen möchte. Mein Kasigen ist sowieso so ein... Literally eine Variation eines Arschgesichts. Tut weh, aber an Soa kommst du nicht vorbei. Ja, und das Ding steht da sowieso erstmal noch gefühlt ein paar Meter vor der Wand. Und jetzt... Die Sonne geht unter. Plörbroll kommt hoch. Brrr. Super Darkness? Nee, super Sonne geht unter. Und Plörbroll ist oben. Die Kamera hat's zurückgesetzt. Nö, warum? Ach shit, da ist noch ein Zwischen. Alter! Aber wenn ich ihn da hinstelle, ist er tot. Warte mal, ich glaube, wenn ich sowieso hier stehen bleibe. 3, 1, 2, 3 und 2. Ja, wenn ich ihn hier stehen lasse, ist er sowieso tot. Oh shit. Okay. Das war vielleicht jetzt auch nicht meine beste Idee. Shit. Versuchen wir es mal anders. Ich blockiere ihn da einfach. Hehehe. Mit Plörbroll ist der Tag im Arsch. Genau, da versteht ihr mal meine Sprache. Alter, du bist wie so das hässliche Haustier, was ich nie hatte. Ich hatte eine Vision. Ich muss ihr vertrauen und auf dem Pfad bleiben. Mach, was du nicht lassen kannst. Also, wenn du meinst, das ist richtig, dann ist das richtig, ne? Jetzt ist die Frage, wie gehen wir vor? So zum Beispiel. Ja, geil.